Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von FIFA 2003. Und ja, zum Spiel. Cottbus versorgt 2-2. Immer Hannover 1-1. Und das unterliegt dem 0-3 und geht's auswärts in Hamburg. Und ja, Dritter gegen den letzten. Und ja. Mal sehen, ne? Jetzt so reisen können, kann das okay, glaube ich, ne? So, ein bisschen gut gucken, dass wir das Spiel jetzt hier. Ich würde sagen, noch einen kleinen Cut über uns wieder. So, da sind wir im Match drin. Und für die Zuschauer noch ein bisschen leiser gemacht. Ich glaube, ich bin zu leise, oder? Ja, müssen wir mal nicht da schreiben, wer so findet. Macht das Video noch ein bisschen laut oder so, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall gehen wir mal los hier in Hamburg. Jetzt noch schon Ball gewonnen hier. Also Spiel aufbauen hier. Schön weg. Langen Ball machen. Jetzt mal probieren. Oh, naja, komm nicht an. Ach, endlich wieder, das ist gut. Jetzt mal eine hohe Flanke. Abseits. Ist auch wieder ganz abseits halt so, ne? Was nach dem Tor? Das ist halt. Aber abseits Tor, why not, ne? Hat sich auch noch durch den Liga, wie ein abseits Tor, ein Kopfball Tor dann. Ne? Leute, hey! Hast du das gesehen? Können wir hier hoch machen? Guck dir mal den Tor an! Was macht der da? Bring er den hin? Das ist ja schon ein Spielfehler. Warum bringt er den hin? Hat zwar halt geschossen oder was? So ein Spielfehler immer, das ist unglaublich. So, mit Mann. Noch für die Verletzten zu Bertram Kader. Unterstützung jetzt. Vorbei und direkt abgenommen. Volley-Schuss auf an den Pfosten! Gott! Ja, das ist natürlich Pech, ne? Oh, schießen! So, dann wird gerade unterbrochen. Ja, verteidigen hier. Kissen hin. Ach, sehr gut. Aber noch irgendwie. Nur noch ohne Treffer, jetzt mal schön und weg auf der linken Seite. Oh, sind immer Stützer hier. Gibt keine, oder was? Will nochmal nachsetzen oder so. Ja, so sieht das aus. Mit Mannen! Sonntagsschuss. Wunderschönes Tor von Barry Littmann. Richtig gutes Tor. Tüter hat er von Tüter weg. Dann ein richtig schönes Tor. Also, wow. Schöner Windschuss da hin. Das ist doch ein tolles Tor hier, ne? 1-0. Bin ich gut. Wie sonst in sehr leise, ne? Ja, ich werde wieder lauter in der nächsten Folge, weil mit uns sonst werde ich auch nicht spielen hier. Das ist keine Atmosphäre. So. Baller. Ich soll das Picken haben. Das ist egal. Direkt wieder Bagger geholt. Wahrscheinlich wird man schon einen Rückschuss nehmen. Aber gut, das wird immer nachgelöst. Wenn eine Flanke da irgendwie rein. Ah. Das ist einfach zu lang. Jetzt ist Halbzeit sein. Genau. Einzel zur Pause. Vielleicht ein schönes Tor davon Litschen. Jetzt sag ich doch noch so weiter, ne? Keine Wechselform ist wieder nicht. Okay. Wir können welche Kondition eigentlich. Es gibt so eine Anzeige wie also, dass man nicht ganz ewig sprinten kann, aber Kondition ist ja nichts, den kann man eigentlich nicht wechseln, wenn man natürlich das ändert. Da brauche ich sowieso ein Ding. Deswegen. Also taktisch das ändern mache ich nie. So, jetzt Erik Meyer. Wo ist Abwehr? Kann und da ist es passiert. Ja.
Erik Meier. 1:1. Er hat gut gehalten von Kahn, aber dann schießt er richtig komisch, sogar. Was macht er denn? Wie schießt der? Läuft bei dem auf jeden Fall. Ja, guck das doch an, ey. Kann man gut schießen, so. So was wie ein halber Hackenschuss. Mit dem Außenriss. Muss leider den Ausgleich hinnehmen. Ah, schade nicht. Au! Oh. Anstoß da. Gefault halt. Uju Falusi. Auch meist. Uju Falusi. So, nochmal. Freistoßi. Nochmal reinknallen. Geht's. Ja, oh, schade. Schade, schade, schade. Ich bin nicht ganz geklappt. Geklappt. Also wir müssen noch hier in Hamburg. Noch. Ich bin noch nicht entschieden. Auch Hamburg kann noch ein Tor machen. Ja, Flügel. Ach Gott. Einfach weggelaufen. Nur wie gekontert. Der gute Ball. Muss ich lang gekommen. Ach. Zu kalt. So. Oh, scheiße. Verlasst mir das Tor. Glück, nicht eigentlich. Oh, und dann ist die auch mal rein. Ich bin nicht durch, einfach. Ich bin einfach nicht durch. Schön, sehr gut. Das ist ganz, ganz schwer. Allerletzte Chance ist, glaube ich. Einfach rein. Schön nachsetzen. Aber das war's. Sehr unglücklich entschieden. Und sehen. Also ich bin auch gerade minimiert. Leider, leider hat es sich um sich gereicht. Weil man nicht verloren, ne? Mal gucken, was das jetzt für Auswirkungen auf die Tabelle hat. Und ein zweiter. Die anderen, die wir gespielt haben. Bielefeld gewann gegen Wolfsburg 2-0, Klepper gegen Casino 1-0, Schalke verloren, haben 0-4 gegen die Hertha. Leverkusen gewann 2-1 gegen Bochum, Dortmund gegen Stuttgart 3-2. Und dann wieder Hertha, am 11. September jetzt hier. Der spielt auch 2-2 gegen Gladbach und auch bekommen 1:1 und wir spielen jetzt nächste Folge das Derby dann 18:60 München. Und auf jeden Fall krass, wenn ihr das gewünscht habt. Tja, fit. Dann wäre mich zu den Kontrollen machen. Selber Bank. So, ich ab und verabschiede mich von dieser Folge 4:03. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da und Boni nicht vergessen. Und tschüss.